Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten neuen Let's Play zu The Witcher 3 Wild Hunt. Tja, lange hat man darauf gewartet. Ersten und zweiten Teil habe ich zum Beispiel auf PC gespielt. Bin dadurch von einem Freund auf dieses Spiel gekommen damals. Fand Teil 1 damals ziemlich ja, schwer. Da musste ich auf verschiedene Monstertypen einstellen. Es gab ganz andere Sachen. Und ja, schauen wir uns einfach mal an, wie jetzt dieser Teil hier wird. Bin sehr gespannt auf diesen Teil. Ich werde versuchen, hier auch mal ein 100% hinzukriegen. Aber zuerst, wie in meinem anderen Let's Play zu Bloodborne, ist es der erste Durchgang für mich. Und ja, dann schauen wir mal. Beliebige Taste zum Fortfahren. Größe der Spielanzeige anpassen. Okay. Ich schiebe die Markierung ein bisschen in Bildschirmecken passen. So. Ja, ist ein bisschen fein. So, ja, ich denke, so lassen wir es. Wie gelegt hat, bis die Bild gerade noch zu sehen ist. Okay, das sind so Feineinstellungen halt, die man am Anfang machen muss. So, da ist ein Logo drin. Na, ja, sieht man hier ein bisschen schwer. Ich sehe es, mit der Capture sieht man es besser als auf dem Fernseher. Wenn ich das mal so sagen darf. Ja, ich denke mal, wir machen es ein bisschen düsterer. So. So versammelt ihr euch vor mir, hungrig, verzweifelt, drückt eure Kinder an euch. Kaiser M hier hat seine Legionen in unsere Lande geführt, die Festungen bis zu den blauen Bergen belagert. Tollwütig reißt er Stein um Stein heraus. Männer des Nordens, ihr steht am Abgrund. Eure Könige haben versagt. Nun ruft ihr die Götter an. Und doch fleht ihr nicht. Ihr kniet nicht, streut keine Asche auf die Häupter. Nein, ihr heult. Warum haben die Götter uns verlassen? Dies sind die Proben, die wir einst nicht bestanden. Vor langer Zeit verband sich diese Welt mit einer anderen. Sphärenkonjunktion nennen die Gelehrten den Aufruhr. Die Götter ließen unheilige Kräfte in unsere Domäne. Frucht des Kataklysmus war auch die üble Macht namens Magie. Doch verbannten wir sie nicht, sondern studierten das böse Rätsel. Macht und Wohlstand lockten. Und die Monster auf der Schwelle, die bösen Relikte der Konjunktion? Trolle, Leichenfresser, Werwölfe? Erschlugen wir sie oder überließen wir die Bürde anderen? Sogenannten Hexern. Weisen in lästerlichem Ritual mutiert und in böser Zauberei unterwiesen. Monster sollten sie schlachten, obwohl sie gut nicht von böse unterschieden. Die Menschlichkeit in ihnen war lang erloschen. Wahrlich, es sind nicht mehr viele, die heute noch umherziehen und ihr blutiges Handwerk feilbieten. Doch bis heute beschämt uns ihre Existenz. Der Norden blutet im Krieg unter der Peitsche der Götter für unsere Sünden. Und denken wir auch an die Schrecken von jenseits dieser Welt?
Jeden Vollmond zieht die wilde Jagd über den Himmel. Sie entführen unsere Kinder ins Unbekannte. Mancher meint, sie künden von einer zweiten Konjunktion. Finden wir den Weg zurück ins Licht? Können wir die Magier in unserer Welt bannen? Können wir uns um die Wärme des ewigen Feuers sammeln? Die Zeit von Schwert und Axt ist nah. Niemand kämpft diesen Kampf für uns. Die Zeit von Wahn und Verachtung ist nah. Wow. Toller Intro. Und eine kurze Einführung in das, was gewesen war. Wenn man es gehört hat. So, wir gucken uns mal die Optionen mal an, ob wir noch so umbauen können. Aber ich denke, so, das lassen wir erstmal alles. Steuerung. Werden wir auch mal so bestätigen. Steuerungsschema. Gucken wir mal. Zeichen wirken. Wie gesagt, das ist mein erster Teil, den ich auf der PlayStation 4 spiele. Gut, werden wir sehen, wie es geht. Lassen wir mal auf Standard. Spiel. Tutorials wollen wir haben. Okay, auch. So, Anzeigen. Was kann man noch umbauen? Minikarten. Logs. Eigentlich alles, was wir so immer brauchen. Sprache. Ich denke, Untertitel lassen wir mal drin. Oh, interessant, dass auch man auch in dieser deutschen Version die Sprachen ändern darf. Gut, ich denke mal, wir fangen jetzt mal ein neues Spiel an. Einfach nur die Geschichte, das Schwert und die Geschichte. Du schätzt eine kleine Herausforderung. Blut, Schweiß und Tränen. Ah, das ist auch so der Schwierigkeitsgrad. Du bist wahrhaft verrückt und stolz darauf. Das würde ich auch mal probieren. Aber wir machen jetzt mal nur die Geschichte. Wir möchten uns auch gerne die Tutorials anzeigen. Wir werden das nicht simulieren. Weil ich habe keinen. Oh.
Wow, toller, tolle Cinematic auf jeden Fall. Ich glaube, das war Chris Marigold, wenn ich mich recht erinnere. Du weißt, dass ich das nicht lustig finde. Du sollst dich nicht amüsieren, sondern beeilen. Es ist schon Mittag. Du hast Ciri versprochen, mit ihr zu üben. Geh, sonst langweilt Wesemir sie mit den Radierungen zu Tode. Na dann, bis später. Bis später. Oh la la. Gut, kommen wir im Tutorial. Dieses Tutorial macht dich mit den grundlegenden Elementen der Spielmechanik vertraut. Allen Nachrichten im Kolossal gespeichert. Und insofern ausführlich sind unterschiedliche Welt und zur Spielmechanik findest. Okay. Finde mit Hilfe der Hexersinne den Schlüssel zum Schlafzimmer. Gut, wir machen jetzt das Tutorial erstmal. Grafik ist natürlich auch wieder Bombe. Die Minikarte in der rechten oberen Ecke zeigt deinen aktuellen Standort und die Umgebung. Gut, das kennen wir ja. Unter der Minikarte findest du eine Liste von Zielen deiner aktiven Quests. Ja. Und soll das Dings finden. Den Schlüssel finden in meinen Sinn. Mit Licht glaube ich schon was. Halte L2, um deinen Hexer einzusetzen. Suche nach auffälligen Objekten. Na gut, die Tür, klar. Der Kelch. Das sind aber viele Sachen. So, ich es weglasse. So, wir gucken uns hier mal ein bisschen du hast um. Keinen Saft mehr. Ich weiß. Du könntest mir nach den Übungen noch welchen besorgen. Ah, die bleiben auch dann, wenn man so einmal nachgeguckt hat anscheinend. Ja, wir gucken uns hier mal ein bisschen um. Nur Silber. Gold passt nicht zu meinem Teint. Das solltest du wissen. Man kann sogar die Ketze ausmachen. Hast du auch Kleidung, die nicht schwarz-weiß ist? Unterwäsche. Also die Details sind eigentlich ziemlich toll. Das
So, dann bewegt sich auch mal was. Flieder und Stachelbeeren natürlich. Geralt, hör auf, in meinen Pflegemitteln zu kramen. Hier haben wir ein Zeichen irgendwie eingraviert. Gut, gucken wir mal, was hier noch ist. Sieht nämlich eher wie der Schlüssel aus. So, wir sollen uns in die unteren Etage begeben. Das denke ich mal, geht ja hier durch. So. Wir laufen mal mit Hexas hin. Kostet ja nichts. Wenn man so sieht. Wir finden mal was Schönes. Der alte Hexer schläft tief und fest. Natürlich verschwand Ciri irgendwohin. Sie zieht die Praxis wohl der Theorie vor. Was? Zeit aufzustehen, Meister. Sind die Lektionen so langweilig, dass selbst du einschläfst? Verdammt, sie sollte Notizen zu Ghule und Al-Ghule machen. Ich wollte die Augen etwas ausruhen. Diesen Schinken sollte sie durchackern? Kein Wunder, dass sie verduftet ist. Jan von Brugge ist reizlos, aber verlässlich. Nicht so wie dieser Quatsch, der heutzutage gedruckt wird. Sie trainiert mit dem Pendeln, nicht? Wie oft muss ich ihr das noch sagen? Nicht alleine üben. Das bestärkt nur die Fehler. Bring unser Fräulein in den unteren Burghof. Sie will üben? Das kann sie haben. Tja, wir werden... Okay. Sei nicht wütend auf sie. Warum nicht zum Teufel? Dieses Küken weigert sich zu tun, was man ihm sagt. Das magst du doch an ihr. Gut, es ist wohl teilweise meine Schuld. Aber damit muss Schluss sein. Sofort. Man darf das Monster töten nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ciri muss das begreifen, wenn sie eine von uns werden will. Wir sehen uns unten. Falsch. Ach, darum wolltest du unbedingt üben. Schlag zu. Du bist nicht im Zirkus. Pirouette. Falsch. Beinarbeit. Genug. Runter. Mit Salto? Was glaubst du wohl? Na gut. Augenbinde ab. Du hast noch was vor dir. Deine Reflexe sind immer noch langsam. Für einen Hexer vielleicht. Meinst du, dass Ertrunkene und Striegen Rücksicht darauf nehmen, dass du nicht mutiert bist? Wobei ich an deiner Stelle mehr Angst vor Wesemir hätte als vor jeder Striege. Ihm nicht zu gehorchen, ist unklug. Ja schon, aber das Buch war furchtbar langweilig. Ich weiß. Und du weißt, dass das keine Entschuldigung ist. Tut mir leid. Kommt nicht wieder vor. Ich verzeihe dir mal. Wesemir hat gesagt, wenn doch, musst du eine Schüssel Nacktschnecken essen. Mit Salz. Genau. Also benimm dich lieber. Na los, wir üben unten mit den anderen. Rennen wir über die Mauern? Tja, wir werden wahrscheinlich... Oh, Entschuldigung. Na klar,
Ist das eine Hexerschule oder ein Elfenbadehaus? Ich bin zuerst unten. Wenn du fällst, vielleicht. Lauf mit Ciri Mount oder Burkan entlang. Okay, gucken wir uns erstmal hier die Welt an. Was ist denn? Komm schon. Ah, toll. So. Okay, X drücken. Komm mal hoch. Gehen wir auch hin. Was atmen gesagt? Durch den Mund im Rhythmus der Schritte. Ciri, lass den Quatsch. Das soll jetzt nicht passieren wahrscheinlich. Naja. So. Hast du Probleme? Soll ich zurückkommen und dir helfen? Das kriegen wir ja auch hin, denke ich. Erster! Na, 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 na. Was für ein Gör. Oh nein! Wesemir hat diesen Blick. Was hast du erwartet? Hast du was zu sagen, junge Dame? Es tut mir sehr leid, Onkel Wesemir. Junges Blut giert nach Abenteuern, das verstehe ich. Aber wenn du gegen eine Bestie kämpfst, ist Wissen so wichtig wie dein Silberschwert. Du solltest zumindest wissen, wodurch Ghule sich von Alghulen unterscheiden. Durch Zeichnungen ähnlich des in Sirikanien heimischen Panthera Tigris, sowie durch die kranke Blässe des Gesichts. Du hast das Kapitel also gelesen. Du hättest trotzdem fragen müssen, ob... Aber du hast geschlafen, Onkel Wesemir. Versuch nicht, dich rauszuwinden. Ein Hexer muss wissen, wie er seinen Gegner reinlegen kann. Hast du selbst gesagt. Mag sein, aber probier meine Weisheiten nicht an Wesemir aus, verstanden? Du spielst mit dem Feuer. Also, genug geredet. Geralt und ich, Lambert und Eskel, Ciri und die Attrappe. Schon wieder? Nörgel nicht. Nimm dir ein Schwert. Was meinst du? Sollen wir erst die Grundlagen durchgehen oder gleich mit dem Freistiltraining anfangen? Wir fangen mit den Grundlagen an. Grundlagen anfangen. Auch erfahrene Meister müssen die perfekt beherrschen. Und Ciri ist gerade mal eine Novizin. Zieh das Schwert, Geralt. Kampf! Größte der Ritter, älterliche Erscheinung, knochenknackende Riesen. Hexer müssen gegen diverse Arten von Monstern und auch gegen Menschen kämpfen können. Dazu nehmen sie verschiedene Waffen und Kampftechniken. Das Hauptwerkzeug der Hexer sind ihre Schwerter. Eins aus Stahl gegen Menschen, klar, und Humanoide. Eins aus Silber gegen Monster. Jeder Hexer beherrscht außerdem eine einfache Form der Kampfmagie. Die sogenannten Zeichen. Das kennen wir ja noch aus anderen Teilen. Sie sind nicht so mächtig wie die Zauber von Magiern, können aber rasch mit Gesten einer Hand gewirkt werden. Sie sind sehr praktisch in der Hitze des Gefechts. Die Hexerausbildung deckt zudem die Grundlagen der Alchemie ab. Hexer wissen, mächtige Tränke, Klingenöle und Bomben herzustellen, um sie auch gegen starke und schnelle Gegner einsetzen zu können. Das wird kurz und schmerzhaft. So.
drücke R3, um das Ziel auszuwählen und die Auswahl aufzuheben. Wenn du ein Ziel ausgewählt hast, richtest du alle deine Angriffe auf. Okay. Du musst beim Kämpfen nicht unbedingt das Ziel auswählen, aber kann helfen. Machen wir es mal. So, führe ein Angriff gegen eine Sumi aus, indem du ihn drückst. Das habe ich schon, glaube ich, anvisiert, ne? Ja. Schlag richtig zu. So stark du kannst. Eine beim Zuschlagen nie den Ellbogen durchstrecken, Junge. Du wirst es nie lernen. Ausweichen. Position, Ciri. Denk an die Beinarbeit. Um so auszuweichen, wähle mit L die Richtung außen drücke, dann. Okay. Links und dann X, okay. Ah, haben wir eine Rolle. Nicht schlecht. Ich glaube, zu den Paraden mit Ciri. Ciri, siehst du, wie Geralt das Schwert hält? Den Winkel? Was soll ich denn parieren? Ich kämpfe gegen eine dumme Attrappe. Simuliere jetzt, überlebe später. Ich hab gehört, der Alte ist beim Unterrichten eingeschlafen. Okay. Konter! Schlag gegen Schlag! Vielleicht zieht ein Sturm auf. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. So, junge Dame, zum Schluss gehen wir noch ein paar Hexerzeichen durch. Fangen wir mit Quen an. Wähle Quellzeichen mit L aus und dann mit X aktivierst du es. Ah, so. Okay. R2. Quen wird manchmal der Hexerschild genannt. Schau gut zu, dann siehst du gleich warum. Ciri, Quen wird manchmal der Hexerschild genannt. Schau gut zu, dann siehst du gleich warum. Aha. Wirke Igni, Geralt. Ich will die Funken fliegen sehen. Komm. Siehst du, ohne das Quen-Zeichen stünde ich jetzt in Flammen. Okay. Art, Geralt. Na los! Haben wir bei Art telekinetische Druckwelle. Siehst du das, Ciri? Art wirft alles und jeden aus der Balle. Zeit für Axi. Verflucht, ich hasse dieses Gefühl. Axi, Gedankenbeeinflussung. Oh, Axi kann dich ganz schön durcheinander bringen. Irden, jetzt. Zeig's ihr, Geralt. Siehst du das, Ciri? Ich könnte mich nicht bewegen. Mist. Wirf eine Bombe. Keine Sorge, Ciri. Quen wird die Explosion dämpfen. Okay. Immer an die Stelle hier mal. Halte R1 gedrückt. Okay. Gut, das reicht. Wir trainieren nach Belieben weiter. Ah, halten. Aua. Ha!
Oho, dem hast du es aber gegeben, Kleine. Ciri, komm jetzt runter. Der kleine Satansbraten. Sobald sie zurück ist, darf sie alle Schwerter in Kaer Morhen polieren. Hast du den Helm? Ciri? Und ich werde dafür sorgen, dass du kein Schwert vergisst. Okay. Alles klar? Ein Albtraum. Was für einer? Das zu erklären würde ewig dauern. Bis zur Dämmerung ist es noch hin. Wir haben Zeit. Reden wir mal drüber. Er begann im Gästezimmer in Kaer Morhen. Ich entspannte mich in der Wanne und neben mir war... Triss? Yennefer. Seltsam nicht. Sie war nie da. Mein Traum wirkte aber ganz echt. Hat sie wegen irgendwas herumgenörgelt? Wirklich lebensecht. Wir finden sie schon. Im Traum ging ich los und suchte Ciri. Wir übten. Das waren noch Zeiten. Kleine Teufelin. Ich habe Kinder ausgebildet, die schneller und stärker waren. Aber keins hatte ihren Charakter. Er ist nicht gut ausgegangen, oder? Dein Traum. Nein. Die wilde Jagd tauchte auf und griff Ciri an. Ich konnte mich nicht rühren, stand da wie angewurzelt. Es war nur ein Traum. Es dämmert bald. Brechen wir auf. Warte. Zeig mir den Brief von Yennefer. Vielleicht habe ich da einen Hinweis übersehen. Du hast nichts übersehen. Wir sollten uns in Weidendorf treffen. Das hat sie geschrieben. Inzwischen hat die eine oder andere Armee das Dorf niedergebrannt. Uns bleibt nur, ihrer Spur zu folgen. Also... Hör kurz auf zu reden und gib mir den Brief. Was sagt man dazu? Er riecht wirklich nach Flieder und Stachelbeeren. Du wolltest ihn lesen, nicht beschnüffeln. Wir müssen uns sehen. Bald. Weidendorf bei Wysima. Keine weiteren Hinweise. Was ist das für ein PS? Ich hab das Einhorn noch. Eine Privatsache. Eine sehr private. Aha, verstehe. Glaube ich jedenfalls. Vielleicht nicht ganz. Und das wird wohl das Beste sein. Zurück zum Thema. Wie viel Vorsprung mag Yennefer haben? 2-3 Tage. Die Spur ist frisch.
Aber sie führt wohl zur Hauptstraße. Da wäre sie schwer auszumachen. Warte, hörst du das? Ich höre und rieche es. Gule. Ich bin so alt. Also Scheiß. Monster, das Leben auf dem Festland und auf Skilligan ist hässlich, brutal und kurz. Der Krieg verwüstet das Land. Hier ist sehr verschont. Leben in ständiger Angst vor dem zahllosen Monster, die von den Städten und Dörfern lauern. Monster werden mit einem silbernen Gesundheitsbalken über dem Kopf dargestellt. Und das kennen wir ja. Mama, hab mal hier die Kuhle kalt. Na klar. Wenn Aua. Wir ihn durchziehen, folgen ihn den Nekrophagen. Gehen wir, bevor noch mehr auftauchen. Du kannst wieder Hälfte regenerieren, indem du isst oder trinkst oder mindestens eine Stunde lang meditierst. Hinweis ist ja gut, das kennen wir von früher. Blut, Schweiß und Tränen und Todesmarsch kannst du durch Medizin keine Tränen hören. Essen und Trinken kannst du auf den Plätzen für Konsumgüter ablegen. Und während des Kampfes raus zugreifen zu können. Tücke, oder hoch und runter, okay. Ah, es regeneriert. So, wir wollen jetzt aber erstmal gucken, was es hier noch so gibt. Weil nehmen wir natürlich hier mit, was die hier so haben, wenn es hier was gibt. Giftextrakt. Natürlich nehmen wir das. Können wir noch Kugelblut. Oh, ein Meistergegenstand sogar. Und ein Relikt. Nehmen alles. So. Ja, wir sind hier natürlich Naturschutz gebunden und machen natürlich das Feuer aus. So wie ich das gehört. So. Und nehmen auf jeden Fall mal alles mit. Was wir hier kriegen können. Jetzt ja, um Brauen. Was haben wir da für eine Minimap? Da ist ein Blätter zum Beispiel. Ah. Zutaten sammeln. Natürlich sammeln wir die. Schaden kann es ja nicht. So. Habe ich dir von dem Zauberer erzählt, der ständig davon geredet hat, wie nützlich sie doch sind? Hexen sind meist unterwegs mit unerledigten Aufträgen. Sie ziehen durch tiefen Täler und hohe Bäcke und durch schmutzige Sümpfe. Zum Glück kann Gretz schon unterwegs jetzt auf seinen Pferd Plätze verlassen. Okay. Weil man aus ihrem Blut Tränke brauen kann? Nein, weil sie Leichen fressen und damit Epidemien verhindern. Wusste er, dass sie auch lebendige Menschen fressen? Nein, er war bestürzt. Es widersprach seiner Theorie. Ah, Kanten heißt Folgen eins an. Ah, das ist natürlich nicht, das sind toll. Oh. Heya! Das ist natürlich sehr toll, dass man jetzt hier einfach reiten kann und sich umschauen kann. Drücke in der Bewegung 2 x und halte es gedrückt, um zu galoppieren. Nicht gerade zu unserem Vorteil. Haben wir denn okay. Eine Seite? Die nördlichen Königreiche. Radovitzreich meinst du? Temerien und Edirn gibt es nicht mehr. Radovid hat versprochen, die alten Grenzen wiederherzustellen, sobald er den Krieg gewonnen hat. Und das glaubst du? Irgendwas muss man glauben. Das hält einen aufrecht.
Ein Greif. Ist er weg? Ja. Komm raus. Gott, das war knapp. Ich dachte schon, ich ende wie mein Pferd. Wenn du Glück gehabt hättest. Dein Pferd ist sofort gestorben. Aber Greife spielen gerne mit ihrer Beute. Fressen sie bei lebendigem Leibe auf. Aha. Ihr wollt wohl eine Belohnung haben, nehme ich an. Ja, natürlich. Ein paar Kronen können wir immer gebrauchen. Bin leider gerade schlecht bei Kasse. Die Nilfgaarder haben meinen Besitz beschlagnahmt. Und jetzt dies. Hier. Zurück zur Spur. Wie gesagt, die führt zur Hauptstraße und endet dort. Sie ist verwischt. Sucht ihr jemanden? Fragen wir mal. Eine Frau, mittelgroß, lange schwarze Haare. Hast du so jemanden gesehen? Nein, aber hier in Weißgarten gibt es eine Herberge, die einzige weit und breit. Da kommen viele Reisende durch. Vielleicht erfahrt ihr etwas. Keine schlechte Idee, zumal diese Wunde gereinigt werden muss. Pah, kaum ein Kratzer. Aber ein Schnaps wäre jetzt recht. Schön kühl, direkt aus dem Keller. Gehen wir. Okay, gucken wir uns mal das Bestiarium an. Das Bestiarium. Greifen. Und Nekrophagen haben wir auch schon drin, oder? Einträge im Bestiarium erhalten zusätzliche Informationen zu Monstern. Tipps und Strategien. Da haben wir eine Bombe, glaube ich. Und ein Getränk hilft. Und das Zeichen, glaube ich, Feuer müsste das sein. Nekrophagen. Ah, Ghule. Ah, toll. Gut, gehen wir zurück. Satteln wir jetzt auf. Halte auf die Straße X, ohne zu lenken. Ja, das ist ja klar, kennen wir ja. Also, ein Greif so nah am Dorf? Seltsam. Das habe ich auch gedacht. Im Wald oder in den Bergen, klar. Aber hier? Und auch noch bei der Hauptstraße? Vielleicht liegt es am Krieg. Alles voller Leichen, Blutgestank, verbranntes Fleisch. Das kann die Monster irre machen. Die Menschen auch. Sind die Gebiete, du nähert dich einem Dorf, störe dessen Frieden nicht. Denk daran, Wachen tolerieren Diebstahl nicht und sehen es auch nicht gern. Natürlich, wenn du anderen übermäßig belästigst. Oft werden von den Einwohnern Anschlagbretter in Siedlungen mit Dörfern und Städten angestellt. Das sind auf der Karte mit markiert. Wirf einen Blick auf sie, um dich abzuhexen, aber okay. Im Weißgarten müssen wir uns in Acht nehmen. Wir sollten verschwinden, sobald wir etwas erfahren haben. So ist gut. So. Nimm das runter, sonst gibt's Ärger. Das ist ein Waffenrock.
Die temerischen Lilien, die hängen da zurecht. Du bist nicht mehr in Temerien, Alter, sondern in Nilfgaard. Du kannst mich mal. Was? Hexer? Mit solchen Ungeziefer-Mutanten trinke ich nicht. Tut mir leid wegen dieser Gauner. Macht nichts. Das sind wir gewöhnt. Die Leute sind recht nervös hier. Armeen sind durchgezogen. Jetzt treibt sich ein Greif hier rum. Mhm. Wir hatten schon das Vergnügen. Ein fieses Biest. Fies? Ihr Jäger habt leicht reden. Der hat Lena vielleicht zugerichtet. Die Arme ist halb tot. Aber jammern bringt nichts. Wie kann ich euch helfen? Mit einem Schnäpschen. Und du? Darf's was zu trinken sein? Durch Optionen, die mit Kremakets sind, wieder ein Handelsfenster geöffnet. Ah. So. Wir fragen mal, ist hier gerade was los ist. Hier ist ja richtig was los. Das ganze Land ist unterwegs. Suchen nach Verwandten oder nach Schutz vor den Armeen. Essen, Trinken und ein warmes Nachtlager brauchen sie alle. Dann ist der Krieg bisher gut für dein Geschäft? Bisher schon. Frieden wäre mir trotzdem lieber. In diesen Zeiten weiß man nie, was einen am nächsten Tag erwartet. Recht hat sie. So, wir fragen mal nach, Wir suchen eine Frau. Hin. Schwarze Haare, feilchenblaue Augen, schwarz-weiß gekleidet. Kam aus Richtung Weidendorf geritten. Und, es mag seltsam klingen, aber sie riecht nach Flieder und Stachelbeere. So eine Frau habe ich weder gesehen noch gerochen. Ich würde mich wohl erinnern. Ja, es ist schwierig, sie zu vergessen. Aber hier sind viele Reisende von überall her. Vielleicht lohnt es sich, nach ihr zu fragen. Die Stilloption mit X, die das Gespräch beendet. Also, ja gut, sehr logisch. So, wir fragen aber noch, ob man hier steigern kann. Kaufe und verkaufe Gegenstände im Handelsfenster. Drück E zum Kauf zu tätigen. Okay. Ah, das ist mein Event. Als Händler. Kartenspiel. Okay. Kann ich Sachen auch verkaufen? Bestimmt. Fackel. Gut, das ist das. Wir fragen mal, ob sie mir schon um den Greif hier kümmert. Hast du einen Vertrag wegen des Greifs? Nein, noch nicht. Früher hätte der Dorfälteste sofort eine Kollekte organisiert oder den Herrn um Hilfe gebeten, wenn sich hier ein Monster niedergelassen hätte. Aber jetzt geht er nicht mal mehr aufs Klo, ohne die Schwarzen um Erlaubnis zu bitten. Und den Herrn haben sie wohl aufgehängt. Also, nein. Kein Vertrag. Schade. Wir hätten was tun können. Aber nicht umsonst. Hm, okay, die Schwarzen. Was haben wir das ist? Danke. Gut. Für alles. Soll ich dir beim Verbinden helfen? Bitte.
So tatterig bin ich noch nicht. Dann frage ich nach Yennefer. Mhm. Aber denk dran, besser keine Aufmerksamkeit erregen. Hast du gehört? Die Schwarzen vermessen die Felder. Lass sie doch, solange sie nicht die Ernte verbrennen. Oh, Drommle, Drommle. Du bist dümmer als okay. Ein Hahn ohne Kopf. Warum ziehen sie die Linien, hm? Um unser Land aufzuteilen und ihren Leuten zu geben. Ist interessant an. Gut, ich glaube, wir machen dann hier mal einen Cut. Mal gucken, ob man hier einfach raus kann. Von der Meditation vielleicht. Ja, das kennen wir ja von früher. So. Ah, Spiel speichern. Wir speichern mal hier. Eine Taverne. Okay. Das geht auch. Und würde sagen, wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder.